Unglaublich große Datenmengen werden täglich gesendet und empfangen. Wenn Unternehmen schnell und effizient arbeiten wollen, kann das nur mit hochmodernen glasfaserbasierten Verbindungen funktionieren. Hier kommt die Mainzer Breitband GmbH ins Spiel. Unser Unternehmen wurde 2017 als Tochtergesellschaft der Mainzer Stadtwerke gegründet. Durch diese Verbindung können wir Erfahrungen und Synergien nutzen. Besonders eng ist dabei die Zusammenarbeit mit den Mainzer Netzen. Optimale Standortbedingungen für den Wirtschaftsraum Mainz zu schaffen, ist dabei nur eins unserer Ziele. Dafür wird die Glasfaserinfrastruktur kontinuierlich ausgebaut. Das Glasfasernetz umfasst Anfang 2020 bereits über 125 Kilometer. Aber welche Produkte bieten wir genau an? Unser Internet bietet permanente Hochleistungs-Internet-Anbindungen. Eine Standortvernetzung von Unternehmen wird mit dem Ethernet ermöglicht. Mit unserer Cloud bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre IT auszulagern. Mit unserem WLAN schaffen wir Verbindungen in Büros, auf Veranstaltungen oder in der Mainzer Innenstadt. Und wie genau werden Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen? An der Abzweigung vom Glasfasernetz zum Gebäude wird die Glasfaser gespleist. Das bedeutet, die Fasern werden miteinander verbunden. Zwei Glasfasern werden von ihren Ummantelungen getrennt, sodass jeweils nur noch die reine Glasfaser vorhanden ist. Diese beiden Fasern werden anschließend zusammengeschweißt. Für die Cloud-Lösung wird ein Rechenzentrum von unserem Partner ITECON in Mainz genutzt und ist somit zum Greifen nah. Das ist Schutz für Unternehmen auf höchstem Niveau. Unsere Expertinnen und Experten überwachen dabei im Hintergrund permanent die Netzwerkfunktion. So bleiben unsere Kunden immer online und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir planen bereits den weiteren Glasfaserausbau in Mainz und der Umgebung und können immer mehr Unternehmen und Gebäude an unser Netz anschließen. Glasfaser Power für Mainz, mit der Mainzer Breitband an Ihrer Seite.